Guten Tag, guten Tag. Heute schaue ich und teste ich Minecraft Clans, die eher unbekannter sind, und schaue, wie gut oder wie scheiße die sind. Aber bevor ich das mache, würde ich mich freuen, wenn ihr reinzappt, liked und das Video bis zum Ende schaut und nicht vergessen, meinen Real-Life-Kanal zu abonnieren. Ja, Kommentar kommentieren. Okay, Jungs, ich habe mir 5 Clans rausgesucht, die hier drauf stehen. Und zwar einmal der. Was, da steht nichts drauf. Einmal der Salvir-Client, Badmod Cosmic-Client, Technix-Client und Feather-Client. Feather-Client kennt man vielleicht. Die anderen, Bruder, habe ich das erste Mal gehört. Keine Ahnung, Digga. Wir starten mit dem ersten. Ignoriert mein Hintergrundbild. Salvir-Launcher, ich starte das erste Mal. Sieht absolut beschissen aus. Digga, was zum heiligen Bimbam. Was ist das für eine verfickte Serverliste? Welcome to Pika Network. Ach, Digga. Du kleiner. Ja, du kannst halt, I guess, wie normal überall was einstellen. Server Translation. Okay, das ist geil. Okay, ja, wir schauen jetzt einfach mal den Server an, der hier empfohlen wird. Zum Skywars, MyWars, Digga. Cross? Nein, man kann sein Cross. Ah, ne, Cross, der kannst du überall ändern, Digga. Wer bin ich? Ich tue so, als wäre das krasses, Digga. Wie viel FPS habe ich? 150, also FPS ist das schon mal nicht geil. Digga, ich habe übrigens das Gefühl, dass die sehr viel mit Emotes arbeiten, also mit Emojis. Ja, Lowfire gibt es anscheinend auch nicht. Hä, warum tp ich mich? Hallo? Ja, Drecksclient, Drecksserver, ja, da, nächster. So, als nächstes haben wir den Bad Mods Client. Ja, also, ich habe das dahin gemacht, damit es so cool aussieht, dass da alle klein sind. Aber das Ding ist, man muss Minecraft starten. Und dann gibt's hier Bad Mods. Wir testen, Jungs. Jalla. Ja, das sieht actually geil aus. Okay. Ja. Beta Sprinting. Ja, was ist das denn? Sprinting Mode Always. Das ist geil, weil man braucht das nicht toggeln. Cosmetics. Es gibt Cosmetics. Oh, man muss sich die kaufen, glaube ich. Oh. Gibt's jetzt hier nichts, was ich irgendwie krass finde? Er ist schon einer der cooleren Clients. Und wir gucken jetzt einfach mal irgendwie in Skywars oder so. Ich habe 800 FPS. Okay, das ist krass. Mit Badlight zum Beispiel habe ich nur 200 oder so. Alter, ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf Skywars, ne? Ach komm, halt die Fresse, Digga. Jalla. Guck, Digga, guckt euch das an. Junge, das sind 2 FPS, aber, wenn das etwas bringt, dass das dann alles weniger laggt, dann ist es geil. Mach jetzt so richtig spannende Musik und übertreib so komplett. So, ich mach jetzt was Krasses. Ich hab meine Mutter in den Arsch Nicht besser als Levimod, weil Levimod hat immer noch Voice Chat. So, das nächste ist Cosmic Client. Da habe ich schon ein bisschen was gesehen, muss ich zugeben an der Stelle. Das sieht nämlich absolut beschissen aus, Digga. Ich werde mir absolut lieber meinen YouTube-Kanal weghacken lassen. Jetzt ist halt die Frage, was nehme ich? Cosmic PvP oder Cosmic Prisons? Ich nehme mal PvP. Oh oh. Oh oh. Der will Zugriff, Jungs. Ich weiß es nicht, Bruder. Boah, ich habe schon ein bisschen Angst, ne? Bruder, also von den FPS weiß ich jetzt nicht. 120 muss nicht. Download this world. Aber das ist geil. Das ist schon mal geil. Was für Client-Settings. Digga, was ist das? Lootboxen. Soll ich mir eine Lootbox kaufen? Was ist das denn? 90! Wollen die mich komplett bumsen? Ja, das kennt man halt schon vom BRC, wa? PvP Enabled Area. Ja, das ist wieder so ein Sky-PvP-Rotz oder was auch immer. Ja, ist Müll. Der Server ist Müll. Der Client ist... Ja, was soll ich sagen, Bruder? Ich starte mal die andere Version. Bruder, ich raff hier überhaupt nichts. Man muss irgendwie aus dem Gefängnis entkommen oder so. Level 1. Nächster Client. Ja, der ist okay, aber... Ja, ich kann kein Englisch. Kommen wir zum nächsten Client, Jungs, wo ich auch wieder denke, dass es ein Kryptominer ist. Und zwar Technix Client. Der sieht auch nämlich ein bisschen sassy aus. Okay, ich habe es geschafft, mich anzumelden. Wir gehen auf Gomme. Also bis jetzt sieht es legit aus wie ein normaler Client. Ja, perfekt, Digga. Geil, Mann. Ey, wirklich, Scoreboard wollte ich schon immer über meine Herzen haben, einfach. Pro Kill, den ich jetzt mache,
Der Giveaway, ich 10 Euro in diesem Video. Ey, nee, finde ich auch gut, dass die Suchleiste sehr gut ist und funktioniert. So, dann spielen wir halt ohne Sprint. Kommen wir zum letzten Client, den wahrscheinlich die meisten kennen werden von diesen Clients hier. Und zwar der Feather Client. Also das ist auch der Client, den ich schon mal gehört habe, aber noch nie benutzt habe. Ja, ich weiß jetzt schon nicht, wo ich hier klicken muss, damit ich spielen kann. Ja, und schon wieder. Ey, und das finde ich bei allen Clients beschissen. Wirklich bei allen. Ihr wisst ja, ich spiele mit Pfeilers, ne? Und wenn ich F5 ist bei mir dieser Pfeil nach oben da. Ich weiß nicht, was das heißt. Airshift oder so. Und der ist jedes Mal auf diese verfickte Scheiß. Digga, ich muss das immer ändern. Ich weiß nicht wo, Digga. Guck mal! Man sieht hier, ob es draußen Sonne scheint oder regnet oder so und wie viel Uhr. Da brauche ich nicht aus dem Fenster gucken, weil ich guck mal, ob es stimmt. Never mind, es regnet und es, man sieht keine Sonne. Twitch Indicator. Combo Display. Oh, hier fehlt. Ich spiele sogar einige mit Feather Client. Drei Stück und ich. Dieses Combo-Ding schon mal gesehen habe irgendwo. Das ist geil. Ah, wohl, ah, vielleicht irgendwo schon mal, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Okay, yalla, ich versuche zu kombon. Das ist aber Leckteil. Aber ich muss auch sagen, die FPS sind auch stabil. Ich habe 500 FPS. Mann, ey, dieser Server, seine Hitze, da macht Kacke, Digga. Junge, als ob der schon tot ist. Ja, GG, Digga. 10er Combo und ich hab gewonnen. Oh, ich depp nie wieder, Digga. Aber ich sag mal so, er erinnert mich sehr an Luna. Aber das Ding ist, ich weiß immer noch nicht. So, jetzt fragt euch, warum ich dieses Video gemacht habe. Ich weiß immer noch nicht, zu welchem Client ich wechseln soll. Ihr wisst ja, ich war bei Badline. Badline ist aber wirklich der schlechteste, beschissenste und schlechteste Client, den ich je in meinem Leben gespielt habe. Ein Joke natürlich, nee, aber der ist halt schon ein bisschen, also da sind ein paar Sachen und so, die jetzt nicht so cool sind. Und eigentlich wollte ich zu Luna wechseln, aber ich bin mir da auch nicht mehr so sicher, Jungs. Schreibt ihr rein, was ihr, mit welchem Client ihr spielt, ob überhaupt noch Minecraft spielt. Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich will auch ein bisschen weniger Minecraft. Aber von diesen ganzen Clients fand ich Feather Client jetzt am cleansten. Also, Digga, Clients, wie sollst du die vergleichen? Die sind alle gleich, Digga, versteht ihr? Aber ich fand Feather Client am cleansten. Ich bin natürlich kein richtiger Tester, Jungs. Ich mach das ein bisschen auf Bonti Monti. Ja.